Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Als ich euch die Review zum Lenovo S740 präsentiert habe, habt ihr alle förmlich darum gebettelt, dass ich mir doch bitte mal das Lenovo Yoga Slim 7 mit AMD-Prozessor anschauen soll, sobald das verfügbar ist. Ich habe bei Lenovo nachgefragt, ob sie eins für mich zum Testen da haben und sie hatten und daher fackeln wir nicht lange und legen direkt los mit der Review zum Lenovo Yoga Slim 7. Auf den ersten Blick sind sich das Lenovo Yoga S740 und das Yoga Slim 7 sehr ähnlich und nehmen sich auch von der Verarbeitung her nichts. Nur wer genau hinsieht, erkennt, dass das Slim 7 eine Spur moderner und damit geiler ist. Und das fängt damit an, dass man das Yoga Slim 7 über USB-C laden kann und hört damit auf, dass es mit der verbauten AMD Ryzen CPU deutlich flotter ist als das damals von mir getestete S740. Wer sich das S740 nochmal genauer anschauen will, dem habe ich die Review dazu oben rechts unter dem i verlinkt. In diesem Video soll es ja um das Slim 7 gehen, also werfen wir mal einen genaueren Blick drauf. An der linken Seite befinden sich zwei USB-Typ-C-Stecker und über beide kann man das Gerät laden, auch wenn nur der hintere dazu gedacht ist, weil der keine andere Funktion hat, außer laden. Was schade ist, denn wie geil wäre es denn bitte gewesen, das Notebook direkt über ein Kabel zu laden, das an einem Monitor angeschlossen ist. Zwischen den beiden USB-C-Anschlüssen liegt ein HDMI-Anschluss, über den man theoretisch einen zweiten Monitor anschließen kann. Und außerdem gibt es hier noch einen Klinkenstecker für Kopfhörer und Headsets. Auf der rechten Seite befinden sich zwei USB 3.1 Anschlüsse sowie ein Micro-SD-Karten-Lesegerät und der Ein- und Ausschalter samt Power-LED. Hypergeil. Klappen wir das Gerät auf, was mit etwas Übung auch mit einer Hand funktioniert, obwohl der Magnetverschluss da einem echt Striche durch die Rechnung machen kann, kommt das gleiche Display wie beim S740 zum Vorschein. Es löst mit 1920x1080, also Full HD auf und hat einen schönen, modernen und vor allem schlanken Displayrahmen, in dem eine Infrarotkamera verbaut ist, die euch den PC innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde dank Windows Hello freischaltet, sobald ihr euch davor setzt. Das Display ist schön hell, was durchaus einige Lichtquellen im Raum erlaubt, ohne die Arbeit zu beeinträchtigen. Das muss es auch, denn das Display glänzt wie ein von Oma frisch geputzter Badezimmerspiegel. Die Tastatur? Was soll ich dazu sagen? Ich hasse dieses Layout einfach und wenn ich diese gequetschten Pfeiltasten sehe, bekomme ich einfach das kalte Grauen. Dafür stimmt der Druckpunkt der Tasten und die Hintergrundbeleuchtung ermöglichen angenehmes Arbeiten auch in dunkler Umgebung. Generell kann man auf der Tastatur sehr gut schreiben, sobald man sich einmal an die Haptik und das Layout gewöhnt hat. Das Precision Touchpad erkennt Windows 10 typische Wischgesten mit ein, zwei oder drei Fingern ohne Wenn und Aber und ist damit sehr geil. Auch geil ist der Klang, der aus dem Slim 7 kommt. Natürlich sind die Lautsprecher nichts, um damit Blockbuster zu gucken, aber sie sind klanglich besser, als man es vielleicht von so einem schmalen Gerät erwarten würde. Und sie bieten tatsächlich so etwas wie Klangtiefe. Wo wir gerade bei der Akustik sind, machen wir mal eine sagenhafte Überleitung zu den Lüftergeräuschen. Denn die sind quasi nicht vorhanden. Wenn ihr nur Texte schreibt und hin und wieder ein Video auf YouTube schaut oder so, dann springen die Lüfter eigentlich so gut wie nie an und sind damit absolut lautlos. Habt ihr das Notebook hingegen auf eurem Schoß liegen und blockiert damit die Luftzufuhr, dann wird es logischerweise irgendwann zu warm im Gerät und die Lüfter springen an. Dabei sind sie allerdings sehr, sehr leise und erst wenn ihr dem Notebook so richtig fiese Aufgaben wie zum Beispiel Benchmarks gebt, dann drehen sie auf. Allerdings auch dann bleiben sie von der Tonart her sehr angenehm. Zu den Benchmarks kommen wir gleich noch, denn erst werfen wir einen Blick auf die inneren Komponenten und der genauen Typbezeichnung. Denn es gibt vom Slim 7 sowohl eine Intel- als auch eine AMD-Variante und das auch nochmal in verschiedenen Ausführungen. Ich habe hier das Yoga Slim 7 mit der Typbezeichnung 14ARE0582A2 oder 14R05A2A2. Darin ist eine AMD Ryzen 4700U CPU verbaut, die 8 Kerne besitzt, die mit einem Grundtakt von 2 GHz und einem Boost von 4,1 GHz arbeiten. Mit dabei sind 16 GB RAM und eine 1 TB große SSD und als Grafikkarte dient eine in der CPU integrierte Radeon Grafikkarte. Die CPU-Leistung habe ich wie gewohnt mit dem Cinebench CA20 gemessen und da knallt die CPU mit 2578 Punkten durch. Das ist
ziemlich heftig. Das Yoga S740 hatte hingegen an dieser Stelle nur 1725 Punkte. Zugegeben mit einer Core i5 CPU, aber vor einem i7 braucht sich das Slim 7 mit einem D-CPU auch nicht zu verstecken. Also daher sehr, sehr geil. Die Grafik und die allgemeine Systemperformance habe ich mit dem TimeSpy gemessen und kam auf 1192 Punkte. Der limitierende Faktor war hier auf jeden Fall die Grafikkarte mit 1049 Punkten. Die CPU hat hingegen mit 5300 Punkten ganz gut abgeschnitten. Zum Zocken ist das Lenovo Slim 7 also nur bedingt geeignet, zum Arbeiten mit mehreren Tasks und für alles, was man sonst so als Normalbürger damit machen würde oder machen möchte, ist es auf jeden Fall mehr als geeignet. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, für euch mal einen Blick ins Gehäuse zu werfen, um nachzusehen, was man alles aufrüsten kann und was nicht. Und löblich ist es in jedem Fall, dass es sich wie eigentlich alle Lenovo Notebooks, die ich bisher hatte, sehr einfach öffnen lässt. Allerdings sind die Möglichkeiten, die man beim Slim 7 hat, dann doch sehr begrenzt. Der Arbeitsspeicher ist komplett verlötet, was ein Aufrüsten an dieser Stelle leider unmöglich macht. Das Einzige, was ihr machen könntet, wäre es, die Festplatte aufzurüsten, den Akku zu wechseln oder das Gehäuse von innen von Staub zu befreien. Hier hätte ich mir definitiv mehr gewünscht. Wer RAM-Bausteine verlötet, gehört meiner Meinung nach bestraft. Kommen wir noch kurz zur Akkulaufzeit. Im Gerät selbst ist ein 60 Wattstunden Akku verbaut, der bei mir mit immer voller Displayhelligkeit und wechselndem Nutzungsverhalten, also Videos gucken, schreiben und surfen, etwa 8 Stunden gehalten hat. Das finde ich persönlich völlig okay. Das Geile an dem Notebook ist, wenn ihr das Gerät im Bereitschaftsmodus mit einem 95 Watt Netzteil ladet, habt ihr den Akku in einer halben Stunde von 0 auf 50% wieder vollgeprügelt. Der Krux an der Sache ist, dass Lenovo kein 95 Watt Netzteil mitliefert, sondern nur ein 65 Watt Netzteil. Und mit einer simplen umgekehrten Dreisatzrechnung braucht man so für eine 50% Akkuladung nicht 30 Minuten, wie es der Hersteller verspricht, sondern runde 44 Minuten, was auch noch okay ist, aber eben 46% länger dauert als vom Hersteller angepriesen, was wiederum nicht okay ist. Kommen wir zum Fazit. Das Lenovo Yoga Slim 7 ist ein hervorragendes Notebook, das ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann, wenn man sich folgender Punkte bewusst ist. Die Geschwindigkeit, mit der das Notebook arbeitet, in Verbindung mit den extrem leisen Lüftern, den guten Lautsprechern und der klasse Akkulaufzeit sind für mich die stärksten Kaufargumente. Das Display, welches auch nicht ganz unwichtig ist, ist gestochen scharf, spiegelt aber leider wie ein Badezimmerspiegel. Was in geschlossenen Räumen kein Problem ist, ist es draußen hingegen schon. Dass man das Gerät über beide USB-C-Anschlüsse laden kann, ist super gut. Doof hingegen ist, dass der hintere USB-Anschluss eigentlich keine anderen Funktionen hat, außer das Laden. Man kann an einem zweiten USB-Stecker ohne Probleme einen Monitor anschließen. Allerdings muss man sich dann entscheiden, wo man das Bild sehen möchte. Zumindest war es bei mir so, denn komischerweise hatte ich beim Betrieb eines 4K-Monitors über den USB-C-Stecker sehr merkwürdige Bildfehler auf dem 4K-Monitor. Erst als ich das Display am Notebook deaktiviert hatte, konnte ich gescheit auf dem 4K-Monitor arbeiten. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob das an meinem Monitor liegt oder an der vielleicht schwachen Grafikkarte im Lenovo Slim 7. Ansonsten stimmt einfach alles vom Formfaktor über die Verarbeitung bis zu den verbauten Komponenten. Der Preis ist mit 1200 Euro nicht super günstig, in meinen Augen aber absolut fair für das, was man hier geboten bekommt. Ich wünschte, ich dürfte es behalten, denn es ist bis jetzt mein Lieblingsnotebook von denen, die ich bisher getestet habe. Leider geht's nach diesem Test aber wieder zurück an den Hersteller. Wenn ich mir andere Notebooks anschauen soll, vielleicht auch aus niedrigeren Preissegmenten oder 10-mal so teuer wie dieses hier, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten wieder. Ich sag, haut da rein, bis dahin, ciao.